Santorini-Vulkaninsel, Ferienparadies, die Freerunner lieben es. Die perfekte Spielwiese wegen der vielen Dächer, Terrassen und Swimmingpools. Ich mag diesen Ort, Santorini ist für mich wie eine zweite Heimat. Doch die Aussicht genießen hat hier keine Priorität. 70 Höhenmeter gilt es in 90 Sekunden zu bewältigen. Und im Gegensatz zu Parcours ist bei den Freerunnern nicht die Effizienz, sondern das Gesamtbild entscheidend. Vier Kategorien werden gewertet: Ausführung, Flüssigkeit, Kreativität und Schwierigkeitsgrad der Bewegungen. Und was die 18 Top-Athleten zeigten, begeisterte nicht nur die rund 1500 Zuschauer am Streckenrand. Es hat mich einfach umgehauen, all die unglaublichen Moves, die hier gezeigt wurden. Ihm gelang es, die Jury am meisten zu beeindrucken, Lokalmatador Dimitris Chrysanidis. Angetrieben vom Heimvorteil überzeugte er mit Kreativität und Stil. Ein Sieg voller Überraschungen, denn weder die Experten noch der 19-Jährige selbst hätten an diesen Erfolg geglaubt. Eigentlich habe ich nicht einmal mit dem Finaleinzug gerechnet, dass ich jetzt sogar gewonnen habe, kann ich immer noch kaum fassen. Nun darf Chrysanidis im nächsten Jahr zur Titelverteidigung wiederkommen, nach Santorini, dorthin, wo sportliche Höchstleistungen und Urlaubsfeeling so nah beieinander liegen wie an kaum einem anderen Ort.